Herzlich willkommen beim Fokus, die Internetredaktion präsentiert. Heute zu Gast ist Magistra Maria Bauer. Sie ist Mitglied des Diözesanrates und arbeitet ehrenamtlich als Trauerbegleiterin. Sehr geehrte Frau Bauer, Sie sind ja hauptberuflich Lehrerin, Integrationslehrerin. Heute wollen wir aber über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit, über Ihr ehrenamtliches Engagement in der Kirche sprechen. Sie gestalten Trauergebete und sind Trauerbegleiterin. Frau Bauer, was dürfen wir uns darunter genauer vorstellen und wer kann sich an Sie wenden? Ich darf mich zuerst bedanken für das Gespräch, für die Einladung und möchte vielleicht zu Beginn etwas richtigstellen. Ich war über 30 Jahre lang im Schuldienst, bin vor einem Jahr ausgestiegen und bin jetzt beruflich auch in der Trauerbegleitung. Vor allem in Gestalten von Abschiedsfeiern. Nebenher immer noch ehrenamtlich im Bereich der Trauergebete tätig, ehrenamtlich auch in Trauerbegleitungen. Ich lasse das ein bisschen verschwimmen ineinander. Habe ich aber vom Schuldienst getrennt vor einem Jahr, um dieser, wie hat es ein Priester einmal gesagt, folgen Sie Ihrer Berufung, um dieser vielleicht Berufung zu folgen. Das vorweg vielleicht einmal. Viel Unverständnis zum Teil geerntet, eben mit diesem Schritt aus einem Landesdienst auszuscheiden. Und doch hat mich genau vielleicht diese Tätigkeit dorthin geführt, um nicht einmal am Ende meines Lebens sagen zu müssen, ich hätte es tun sollen. Es ist eine unglaubliche Lebensschule, die man hier durchmacht, auch mit dieser Art der Begleitung, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe vor Jahren begonnen mit meiner Mutter, die Religionslehrerin war, Trauergebete zu gestalten, vor Jahrzehnten, und bin da über sie auch ein bisschen hineingewachsen, habe dann mit Pastoralassistentinnen gemeinsam Trauergebete gestaltet, ehrenamtlich neben dem Schuldienst, und bin in den letzten Jahren immer mehr auf den Weg gekommen, Menschen auch intensiver zu begleiten. Im Abschied nehmen bei Trauerfeiern und Begräbnissen, aber auch darüber hinaus in der Trauerbegleitung. Sie haben ja kürzlich, Sie haben sicher mehrere Ausbildungen, aber da haben Sie einen zertifizierten Lehrgang abgeschlossen zur Trauerbegleitung. Ja. Was haben Sie denn dort lernen dürfen können? Ich habe schon relativ viele verschiedene Ausbildungen hinter mir in verschiedenen Bereichen, die alle sehr ineinander fließen. Und diese Ausbildung, die wir jetzt gemacht haben zur zertifizierten Trauerbegleiterin, hat den Fokus gehabt mit dem Schwerpunkt Tod eines Kindes. Das hat mich eigentlich angesprochen, weil ich schon mehrere Familien begleitet habe, auch im Abschiednehmen von Kindern, von Sternenkindern auch, was immer eine besondere Herausforderung ist. Den Tod eines Kindes zu verarbeiten, das ist eine andere Ebene noch einmal. Und das war eigentlich mein Ausgangspunkt. Ich bin aber mit sehr viel weiterem Wissen und einer weiteren Bereicherung aus diesem Kurs hinausgegangen. Es war von Februar bis September dieser Kurs bei der Frau Astrid Banger, der zum einen mit der eigenen Trauer in Verbindung gebracht hat. Ich habe in den letzten 3 Jahren 3 Menschen verloren aus meiner Familie. Und auch das war Teil für alle von uns, eine eigene Trauer teilhaben zu lassen in diesem Kurs. Kommunikationstechniken wieder erneut auffrischen, was man irgendwann ja schon einmal gehört hat, aber es ist immer wieder eine Bereicherung, das noch einmal zu hören. Die Frau Lamprecht war da und hat einen intensiven Teil gemacht über die Begleitung eines Kindes, plötzlich ein Kindstod. Sehr bereichernd, der Herr Pfarrer Staudacher. Also es war insgesamt eine unglaubliche Bereicherung, dieser Kurs. Und auch dieses noch einmal bewusst machen, um was geht es in der Trauerbegleitung. Und es geht vor allem um das Aushalten, um das Dasein und um das Mitgehen. Wir können die Trauer nie nehmen, einem Menschen, aber wir können da sein. Jetzt haben Sie sehr gut geschildert, also wie was in diesem Lehrgang vermittelt wurde. Ich komme nochmals zurück zu meiner Eingangsfrage. Wie schaut Trauerbegleitung dann konkret aus und wie kann man Sie kontaktieren oder wie kann ich mich an Sie wenden? In den allermeisten Fällen werde ich von der Bestattung kontaktiert.
wenn Trauerfälle auftreten. Mittlerweile auch von vielen Familien persönlich, die mich kennen, wo wir auch immer wieder arbeiten miteinander, wenn neue Trauerfälle auftreten. Was für mich dann immer ein sehr schönes Zeichen ist, dass man irgendwie den Menschen hat helfen können. Also wenn der vierte Trauerfall einmal ist in einer Familie und ich dann wieder kontaktiert wäre, dann hat man schon eine Beziehung auch zu der Familie. Das ist dann nochmal anders. Da sind die Möglichkeiten. Meine Nummer steht auf der Homepage der katholischen Kirche immer zu finden. Und also ich bin im öffentlichen Bereich, in den Medien immer wieder zu finden. Also wenn mich wer finden will, dann findet er mich. Zum einen Teil ist es natürlich die Begleitung jetzt im Rahmen der Trauerfeiern, die Gespräche im Vorfeld, die auch so wichtig sind für die Familien, wo ich immer wieder Rückmeldung bekomme, wie hilfreich so ein Gespräch ist, einfach einmal reden zu können mit einem Außenstehenden über den Verstorbenen. Noch einmal sagen, was schön war, für was man dankbar sein darf. Und dann eine Trauerfeier zu gestalten, die den Angehörigen hilft, mit diesem Verlust fertig zu werden. Und immer wieder kriege ich die Rückmeldung, wir sind hier getröstet weggegangen. Gibt es dann auch eine Nachsorge oder eine Nachbetreuung? Also wenn die Beerdigung dann war, die Trauer ist ja nicht vorbei. Ja, die ist nicht vorbei. Alle brauchen es nicht, muss ich auch dazu sagen. Es gibt Menschen, die sagen, ich komme gut zurecht mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Wenn jemand das Bedürfnis hat, dann bin ich auch darüber hinaus natürlich da und begleite die Menschen. Und das ist dann das Ehrenamt, was ich mache. Gell? Mhm. Also das darüber hinaus. Und ich habe mit sehr vielen meiner Trauerbegleitungen nach wie vor intensiven Kontakt. Oft ist es nur, dass man sich trifft auf einen Kaffee, dass man redet noch einmal, dass ich eingeladen wäre. Also ich habe schon einige Einladungen anstehen, was mich immer sehr freut. Es waren jetzt am Wochenende war eine berührende Aufführung in der Stadtpfarrkirche, da waren 40 Leute da, die ich schon einmal habe begleiten dürfen. Also das ist, ja, das ist einfach ein Miteinander geworden, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und die Leute es auch sehr schätzen, diese Begleitung auch danach. Wir stehen jetzt ja unmittelbar vor dem großen Doppelfest aller Heiligen, aller Seelen. Sehr viele Menschen werden wieder zu den Gräbern gehen und für die Verstorbenen dann beten und ihrer gedenken. Warum ist dieses Gebet und das Gedenken der Verstorbenen so wichtig? Ich sage immer, Tod ist nur, wer vergessen wird. Ein Zitat von einem großen Dichter. Und ich glaube, so ist es auch. Menschen, die wir im Leben behalten, in unseren Gedanken, im Herzen weitertragen, die sind Teil unseres Lebens und das werden sie immer bleiben. Wenn jemand verstirbt, dann geht das Sterbliche, aber nicht das, was einen Menschen ausmacht und niemals die Verbindung, die Liebe und die Freundschaft. Und es ist am Ende des Lebens immer die Liebe, die bleibt. Die Verbindung mit einem Menschen, die reißt nicht ab. Und ich glaube, dass genau das wichtig ist, auch bei Allerheiligen und aller Seelen, was ich den Menschen auch immer wieder mitgibt: entzündet zu Hause ein Licht für den Verstorbenen. Redet von ihm, erzählt von ihm und lacht auch von den Dingen, lacht über die Dinge, die ihr gemeinsam erlebt habt. So kann er da bleiben und so kann ich weiterleben mit einem Verlust. Und kann der christliche Glaube da Trost vermitteln? Stärkeren Trost vermitteln? Ich bin sehr getragen im Glauben, ich selbst. Und ich für mich weiß, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich begleite auch viele Menschen, die von der Kirche sich entfernt haben, die ausgetreten sind, aber die einen tiefen Glauben sich beibehalten haben. Es ist in so gut wie jeder Trauerfeier ein Gebet erwünscht, ein Vaterunser. Dieses Vertrauen, es gibt was und mein Angehöriger ist jetzt so, wo es ihm gut geht. Und das versuche ich zu vermitteln, ohne den Menschen was aufzudrängen. Man kann vielleicht mit der eigenen Überzeugung, ohne was aufzudrängen, die Menschen dort abholen, wo sie stehen, aber den eigenen Glauben einbringen und dann die Menschen so wieder zurückholen. Ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen darf, um die Menschen im Herzen zu erreichen. Und der Glaube ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil, um eine Trauer gut verarbeiten zu können. Dieses Licht sehen. Ja, danke, Frau Bauer. Ich glaube, das ist auch ein tröstendes Hoffnungswort
am Ende dieses Gesprächs, für das ich mich herzlich bei Ihnen bedanke. Und ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gottes Segen auf Ihrem weiteren Weg. Danke, auch ich darf mich bedanken für das Gespräch, für die Einladung. Darf mich auch vielleicht jetzt noch bei all diesen Menschen bedanken, die ich schon habe begleiten dürfen, die ich weiterhin begleiten werde dürfen, auch bei meinen Menschen, die mich selbst durch das Leben tragen. Dankeschön. Gerne.